That's one small step for man, one giant leap for mankind. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Center Simulator, Space Program Simulator, Space irgendwas Simulator halt. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ist dieselbe Aufnahme noch und ich sehe gerade, dass wir Lichtbugs haben, volle Wäsche. Ich würde aber sagen, haben wir was für Research schon gemacht? Ja, haben wir gestartet, okay. Weil wir gehen in die nächste Runde, wir haben, wir extended flight time, was? Loss of communication with the artificial sec. We abandoned the mission. We will wait and see how it will develop. Communication with the animal in the orbit has been lost. Attempts to reattach the contact failed. What should we do? We abandon the mission. We extend the flight time. Ich würde mal sagen, wir tun die Flight. New contracts are available. Research completed. Contract successful. Ja, der expired mir, weil ich kann dann nichts machen. Oder ist es dann sozusagen so, wenn da einer angestellt ist, dann ist es sozusagen geschafft. Production order. A friendly company that develops new technologies is interested in a prototype fuel tank Camel FT-12 to test it for unconscious applications in the field of transport. They're looking for someone who will produce this component and deliver it to them without any questions. Wir kriegen 300.000, also wäre es eigentlich doof, das nicht zu machen, ne? Bedeutet, wir müssen den produzieren. Das kann ich ja wahrscheinlich hier irgendwie, ne? All components are stored in the depot. Construction process and new components are also ordered here. Later you can carry out quality tests for components here once you have unlocked the required department worked. Okay. Ja, und wo baue ich jetzt die Teile? Das ist schön zu wissen, dass ich hier bauen. Was ist das hier für ein Button? Ach du Scheiße, welchen Tank muss ich denn jetzt bauen? Ich bräuchte noch mal kurz die Info hier, Contracts. Was für einen komischen Tank wolltet ihr haben? Den Camel FT-12. Dann bauen wir doch mal den Camel FT-12. Build. Camel FT-12. Construct. Ja, cool! Jetzt weiß ich, wie man baut, weil ich stand vorhin, ich kann es euch gleich zeigen, wenn ich hier rausgehe, ich stand vorhin die ganze Zeit im Assembly Room. Ja, das hätte ich vielleicht davor wissen müssen, was du mir jetzt sagst. Und habe mich hier gefragt, wie zur Hölle, hä, was ist der Unterschied zwischen, ah, die hat eine runde Spitze, ah. Und da habe ich gedacht, okay, confirm. Ja, okay, ja, ich habe es jetzt mittlerweile auch gestellt, ich muss die Dinger bauen, bevor ich damit was machen kann, ist mir mittlerweile auch klar. Und habe mir so gedacht, komisch, was soll ich denn jetzt hier machen? Jetzt check ich was, ich hätte erst, muss erst hier bauen. Und dann, Research tun wir ja, ne? Oder haben wir noch gar nicht? Ne, haben wir noch gar nichts gemacht. Rocket Tank Small. Strut Small. Dann tun wir erstmal die Struts hier erforschen. Das Problem ist ja, dass wir das wirklich alles erforschen müssen. So. Administration, was haben wir denn noch? Also das tun wir jetzt gerade machen, das wird ja in einem Tag gemacht. Das hat auch nur no Timeline. Co-Financing of Construction. Building Medium Laundry. Ja, okay, das können wir uns noch nicht leisten. External Construction. Was? The extra company is looking for a contractor who will make a custom-made space rocket component for the according... Alter, was geht jetzt ab? Auf der Specification, the client offers you a much better payment than when selling the component on the market. The contract provides for the construction of a single prototype fuel tank Camel FT-12. To successfully execute this contract, we should research the basic aviation technology and then order the production of the component in the company's depot. Ich glaube, den construction of a single prototype fuel tank Camel können wir rein theoretisch machen. Reputation will increase by 100. Aber also, wir haben das Research Basic Aviation Technology, haben wir glaube ich schon, ne? Basic Aviation. Basic Aviation Technology, das haben wir gemacht. Das ist dann diese Basic Tank, ja. Weil wir können das da eigentlich finanzen. Ne, wo war es denn jetzt? PR? Ne. HR? Ne. Finanzen war es. Contracts hier. Das war der hier, ne? Ein Camel FT-12 soll man den liefern. Das können wir auch gleich noch machen. Weil wir gehen in Assembly. Construction Time. Der Sound wird abgespielt. Und dann gehen wir in Depot.
und gehen in Building. Ach, das wird jetzt. Ach, der wird schon gebaut. Scheiße. Okay, dann machen wir. Wir haben ja einen Plan. Ja, forschen tun wir. Nee, tun wir gar nicht. Doch, wir tun erforschen. Hier. Next turn, würde ich mal sagen. Dann würde ich mal sagen. Oh, wir haben 6 Nachrichten. Contract failed. Ja, okay, der eine Contract, der ist gefailed, weil ich keinen Plan hatte, wie ich das machen soll. Assembly. Das eine Teil ist weg. Landstruts. Oh, da kann ich Landstruts bauen. Cool. Ich tue jetzt trotzdem Construct. Und ich hätte gern noch so ein Small Landing Teil hier gebaut. Dankeschön. Kann ich mittlerweile im PA irgendwas machen? Look, Department Finance. Investors, Lobbyisten, Company Reserves. Is to move in the next founding level. Ich tue mal hier einfach in alles found ein bisschen. Ich weiß ja nicht, was sich das bringt. Assign. PR Perks. Kann ich noch nichts. Und Konferenzen kann ich ja sowieso nicht. Wie geht's mit unserem Bau vor? Der ist da vorne fertig. Okay. Wir müssen wieder researchen. Wie geht's denn eigentlich dann weiter? Also ich würde erstmal sagen, dass wir schauen, dass wir alles auf das Level hier kriegen. Solid Fuels. Rockets Tanks Small. Rocket Grid Fins. Satellite Small. Tun wir das mal erforschen. Administrativ. Was ist jetzt passiert? Und then Order Production. Okay. Weil hier müsste eigentlich jetzt stehen. Empty Unread. Da steht plus 6. Contract failed, complete, contract complete, ja. Die sind doch im Mülleimer, Junge. Muss ich die jetzt jedes Mal lesen? Contract completed, you completed. Ja, ich musste da ein bisschen Geld zahlen. Das ist mir jetzt aber gerade wurscht. Also machen wir einfach next turn. Dann sollte hier contract successful sein. Perfekt. Jetzt schauen wir mal. Hier looking for medium. Die gucken beide für ein medium Launch Pack. Der hier gibt mir. You receive payment of 10k. Ah, der braucht 200 Tage bloß. Was ist denn das Problem, dass ich das Medium Teil jetzt nicht bauen kann? It requires medium assembly. Bedeutet, ich muss rein theoretisch. Can be upgrade. Can be upgraded? Info. Ich kann hier aber nicht auf Can be Upgrade klicken. Buildings Map. Also das Problem ist ja, ich will das ja upgraden hier, schau ja. Nee, warte mal. Building. Und dann Can be Upgraded. Also allows you to build 3 components at the same time. Promises you to producing components, okay. One Manager Position in this... Ja, aber ich will es gerne upgraden. Warum kann ich es nicht upgraden jetzt zum Beispiel? Aber weil ich vielleicht was gerade baue. Das kann natürlich auch sein. Human Resources brauchen wir gerade nicht. Wir können ja mal ins Depot schauen. Wir haben aktuell dort einen dieser Tanke liegen. Unlock the Component Purchase. Build the test center to manage testing reliability of the components. Was kann ich noch zum Beispiel bauen jetzt? Ich würde einfach mal einen davon noch auf Vorrat bauen, einen davon noch auf Vorrat bauen und hier auch noch einen auf Vorrat bauen. So. Eigentlich müsste ich doch den anderen, den einen Teilauftrag habe ich auch schon erfüllt, genau. Aber stopp! You will determine founding of each department separately. Ach du Scheiße. Also hier kann ich schauen, wie viel jedes Department sozusagen bekommt.
Diagramme, Loans. Ach du Sch. Das wird sehr kompliziert. Wir tun das jetzt hier vorher schon. Unlock Astronaut Complex. Oh, warte mal. Construction. Kann ich ja in der nächsten Runde machen. Unlocks Testing Center. Und ich wette. Medium Assembly Building. Da kann ich erst das Medium Assembly Building bauen. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Und da direkt danach das Huge Assembly Building. Was soll denn das? Scientific of Safety. Da. Habe ich noch was Neues schon erforscht? Ne, tue ich gar nicht, oder? Ne, wir haben das jetzt erforscht. Breakthrough Technology. The fully complete in the prototype testing is required. Developing this technology gives access to Tier 2 Research. Developing this technology gives access to engine based on liquid fuel. This technology gives access to manufacturing multi-staged rockets. They are required to launch a rocket into orbit. Das hört sich geil an. Ach, das geht dann nach hinten und dann hier lightweight suborbital capture. Liquid fuel usage. Alter, da gibt's so viel zum Erforschen, Jungs. What? Mission Control. Apropos. Was ist eigentlich mit unserer einen Contract? Ja. Wir haben mittlerweile Armored Lobbyisten 4 Stück. Armored of Obtained Lobbyists. Ach, ich kann die Lobbyisten irgendwo hinschicken. Geht ja wahrscheinlich hier, ne? Oder ich kann jetzt zum Beispiel Department of Science. Ich kann jetzt. Wir haben 4 aktuell. Warum kann ich denn eine abandoned? Active Lobbyisten. Ist mir jetzt gerade wurscht, ich gehe jetzt hier auf Next Turn. Ich würde eigentlich gern dahin kommen. New contracts are available. Place for a launch. Once this place is, industry is looking for a place that only upper spaces. They offer a high payment in exchange to use their platform. Ja. Ihr könnt den nächstbesten Termin haben. Ihr kriegt den 1.3. um 16.93 Uhr. Würde ich mal sagen. Produce Prototype Donkey FT1. Habe ich doch schon produziert. Aber Undertakes looking for a substitute. A Donkey FT1. Okay. Dann tun wir doch mal einen Donkey FT1 da produzieren. Wo ist der? Donkey. Da. Construct. Also ich habe hier mittlerweile schon einige Sachen zum Bauen. Aber ich habe natürlich noch keinen Satelliten. Also ergibt es für mich keinen Sinn, eine Rakete in die Luft zu schießen. Oh, warte, ich kann hier forschen. Und zwar das Testing Chamber. Yes! Und hier kann ich gleich auch gerade erforschen. Also ich habe natürlich nach ganz hinten geholt die ganze Zeit. Okay. Hier können wir auch wieder erforschen. Was habe ich zuletzt erforscht? Stich hier zu 80%. Ich kann es zu 100% auch erforschen. Was ergibt es für einen Sinn? Warum zu 80 und dann geht es in der Schritte höher? Ist dann 85, bla 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 und bla bla, oder was? Liquid Repellent, was machst du? Developing this allows Space Shuttles to safely return to the atmosphere from Earth after completing. Das ist wichtig. Wir wollen natürlich so wenig Geld reinsetzen, weil die müssen auch wieder zurückkommen. Wie ist eigentlich mein Ruf aktuell? Sieht man das auch irgendwo? Wir können mal hier reinschauen in Marketing und hier mal in die PR-Perks gehen. PR Points 1.5, okay, das geht gar nicht. Hier, HR Points, geht auch noch nix. Finance Points, kann ich da was Finance Points mäßig machen? Ne, die bauen alle 2.5. Und Research ist ja eh down, volle Wäsche am Hackeln bei mir. Wir gehen jetzt mal wieder in unsere Mails rein, weil hier sind wieder so Technology! Yay! Stand da unten irgendwas? Also, ich habe Payment erhalten. Dann würde ich sagen, next turn, oder? New contract as well. Contract successful and received important email. Anonymity not so expensive. Finance people informed about miscalculation on the construction cost of the space program rockets.
Our engineer overestimated the amount of building materials needed. This means that the construction costs will be smaller and we will save some of the amount spent. Geil, wir haben sogar, wir haben Geld gemacht, 15.000. Contract completed. Ja, das ist mir klar, dass ich das gut gemacht habe wieder mit meinem Contract. Aber ich glaube, ich verliere immer noch Kohle, oder? Aber wir sind grob bei dem vielen. Wir sind, haben nicht wirklich viel, wir haben noch nicht mal eine wirkliche Million verloren. Das ist aber super. Prey, ja, der muss noch starten. New Manager for HR, was? Employment New Manager should further increase the efficiency of our company. The list of possible managers is available. It's granted. Was soll man denn machen, hä? Commit yourself to meet those goals with a certain deadline. Ja, ich verstehe aber nicht ganz, was ich das machen soll. Has created a grant that can be received in exchange for increase in the management staff of the employment of a new manager should be further. Increase the efficiency of our company. Also er will im Grunde, dass ich meinen alten rausschmeiß und neuen rein tue. Also dafür kann ich jetzt noch nicht Co-Funding können. Ja, das ist okay, das sind jetzt die Sachen, die ich nicht annehmen kann aktuell. Er will, dass ich sozusagen neuen reinschmeiße in die Firma. Da gibt es ja nur den, den ich eh schon rausgeschmissen habe und sie hier. Die überall kacke ist. Meine Employees sind doch eh schon voll gut und voll weit im Weg entwickeln. Die kosten mich auch eine New Eden. New Eden kann mir nichts. Alter, ich zahle meinen Leuten fast gar nichts. Dem zahle ich hier 4k, den zahle ich. Also vergleicht mal. Dem Typen hier zahle ich fast 8000 die Woche. Dem hier zahle ich 1000er die Woche. Ja. Kann ich eigentlich schon irgendwas bauen? Mir fehlt wahrscheinlich noch die Hälfte davon. Ich habe hier einen riesigen Tank, maximale Temperaturen. Mich interessiert es einfach mal, wenn ich jetzt hier reingehe und der Assembly Room. Sag mir mal so eine Swall Blueprint, ja. Dann kann ich wahrscheinlich unter dem Tank, ja. Den Tank kann ich hier zum Beispiel reinziehen. Die Gridfins sind dran. Wir haben nichts für Aero, wir haben nichts für Utilities, wir haben keine Utilities und keine Engine. Das bringt sich nichts. Assembly Test. Nee. Reset jetzt einfach. Yes. No. Kein Name für das Teil. Okay. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.